Hatte halt einen Ja, wie gesagt, Geschmack. wir machen im Original, wir nehmen ein bisschen mehr Limettensaft. Aber das amerikanische Also du Hotel, hast wie gesagt, jetzt man findet die bei Mixology Vorgabe. steht zum Beispiel sogar mit mehr Zucker. Wie Okay. gesagt, man könnte das den Amerikanern zugutehalten oder auch dagegen. Man kann es auch gegen sich verwenden. Finde ich gut. Finde, das muss das Aber der Kamerakind. Till wurde ja super geklappt, Hendrik. Das ist krank, alles gut. Wir müssen nebenbei noch ein paar Plätze verkaufen. Samstagabend, wir sind aber eh ausverkauft. Schneiden es einfach auch. Achso, Ja, oder mit. gefällt, Egal. Susanne? Schmeckt? Ja. Susanne, ich spreche nicht. Nein. Nein, ich spreche Ich nicht. bin die schweigende Kamera Tesla. kennt es still und. Aber ich finde, es ist ein super Sommerding. wenn man Gurke mag. Ja, Heißt jetzt das, du mit dem magst keine Gin kommt es Gurke? stark raus. Ja. Gib mir den gerne wieder Martin zurück, ich Müller. trinke ihn auch gerne aus. Nein. Oha, Nein. oha, Okay, oha. gut. So, Herr Bauer, dann zu einem Ihrer liebsten Gin Drinks. Ich bin bereit. Was wollen wir anfangen? Ich Aviation? dachte, wir fangen mit dem Aviation an, genau. Okay, du Weil kannst das schon mal ist auch was einer, den erzählen, ich was zu du Hause so noch nicht rausgefunden hast. Ich hinkriege. fange schon mal an zu mixen und dann erkläre ich Okay. dir gleich, was ich gemacht habe. Rausgefunden zum Aviation. Also, Ja. erster Ansatzpunkt: Aviation habe ich irgendwann mal getrunken und ich fand ihn gut. Ich habe ihn sicherlich mehrmals getrunken. Zweiter Ansatzpunkt: Ich kann ihn zu Hause nicht machen, weil mich die Creme Violette eludet. Was heißt denn bitte Elude? Ich habe keine. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die irgendwo einfach kriegen kann. Wahrscheinlich, ja. Aber Okay. da ich es nur für diesen einen Drink bräuchte, habe ich mich sehr davon gescheut, sie anzuschaffen. Verstehe. Also Dann. ich finde Creme de Violette ist eine der wichtigsten Zutaten in der Hummer, die braucht man immer. Die braucht man für wie viele andere Drinks? Für gar nichts anderes. Okay. Ich habe aber gesehen, dass die IBA tatsächlich behauptet, im offiziellen Rezept, da müsste ja keine Creme de Violette rein. Ich finde, in Aviation, die halt nicht lila ist, Herr irgendwie auch ein Bauer, bisschen langweilig. was Ja, sollen ich denn weiß, jetzt ich diese weiß. Zitate mit der ABA hier in diesem Podcast? Es ist ja immer schön, dich da reagieren zu sehen, Ja, ich wenn bin jemand da. Ich IBA halte mich ja schon sagt. zurück. Also, bitte. Ansonsten weiß ich gar nicht so viel drüber. Also irgendwie aus dem frühen 20. Jahrhundert, wie die meisten Drinks, die wir hier besprechen oder machen oder trinken. Aber sonst. Lässt uns so ein bisschen altbacken erscheinen. Das ist nicht altbacken, das ist klassisch. Ach so, okay, gut, dann bin ich zu Das ist spät. ja eine Klassikbar. Verstehe. So, einmal alles Also, ich durchgeklippt. war ja heute in der Vorbereitungsphase, was unsere Hörer ja nicht mitbekommen haben, war ich kurz entsetzt, weil ich dachte, wir haben noch die gute Creme de Violette von Rottmann und Winter. Aber Herr Albrecht, den ich sehr schätze, hat mir versichert, dass das jetzt genauso gut schmeckt mit Giffard. Stimmt, ne? Komm mal. Ich habe das mit Giffard noch nicht probiert. Wir haben früher mal eine gehabt aus Amerika, die heißt Rottmann und Winter. Und ich nehme jetzt mal hier so kleine Gläser. Und die Die finde sind ich sehr auch gut. Porno, sagt er. Und jetzt habe ich aber erfahren, dass wir die nicht mehr haben. Jetzt haben wir es mal mit Giffard Violett gemacht. Likör, hier steht eigentlich auch Likör Violett. Es ist gar keine Creme Violett. Das ist Verrat. Verrat am Drink. Auf jeden Fall, was ich immer so gelernt habe, ist, man sagt, er soll so einen, diesen Aviation, also Luftfahrt, Ja. Luft, deswegen soll der Drink diesen Blauschimmer bekommen. Und eigentlich kommt er Blau wie die rein Uniform des unten. Ich Stewardessen glaube, wir machen oder? es oben, machen wir es mit oder ohne Kirsche. Ohne, ne, war original und da bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass wir nicht mehr diese blöden Cocktailkirschen haben. Und in der Original-Aviation muss immer unten eine ganz brutal rote Cocktailkirsche rein. Andererseits schmeckt die natürlich jetzt besser, das muss ich ja auch mal zugute halten. Ich stecke den jetzt mal nicht zurück, dann ziehst du den nachher am Samstagabend raus und bei Whiskys Hauer und sagst, nein, 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 nein. Der Sonderdings. Genau. Wer den zieht, kriegt dann irgendwas. Genau. Und wir mixen ihn mit 6 cl Gin, wie sich das gehört. Ein bisschen Ja. Zitrone nach, in so ein Tröpfchen noch. Nehme ich ein bisschen zu. Ich habe jetzt mal das Jetzt Rezept ist die genommen, was Flasche auch wir leer. haben. Also Also 1 cl Violett, 1 cl die Farbe ist ja schon ein bisschen da. Luxardo, Maraschino, 2 cl Zitrone, ein kleiner Tropfen Zucker und 6 cl Gin. Ehrlich gesagt, ist mir jetzt ein Hauch zu Veilchen floral. Likör. Mir ist jetzt schon ein bisschen zu wenig Gin. Also diese Farbe ist Na, geht. nicht violett, behaupte ich mal. Naja, doch, gerade so. Glaube, die Zutatenliste wird es auch nicht sehen. Also so richtig blau ist das Nee, nicht. da muss mehr. Nee, Liegt es an der mehr ist Menge? nicht trinkbar. Nein, ich meine, liegt es einfach an dem kleinen Glas jetzt, dass da nicht so Nein, nein, viel nein, nein. Aber der, ich rauskommt? glaube, der, also wie gesagt, die sind alle immer so leicht drüber. Also richtig Ja, blau wird es ja nicht, dann muss nein, man aber glaube so ich ein bisschen Curaçao Farbfall wahrscheinlich, das auch. schmeckt halt nicht. Ja, du kannst auch. Ja. Wir wollten ja Herr auch Bauer, mal möchten Sie? hier Brachiosaurus
es nicht über den Laptop. Reich es nicht über den Laptop. Liebe Freunde im Mercat-Stream, wenn das Bild mit der Zeit ruhiger wird, dann liegt das daran, dass Susanne nach und nach die Drinks probiert. Und wird das, also irgendwann wird es wieder sehr shaky natürlich. Ich nehme nochmal die Kirsche hier. Ich finde ihn sehr, also ich habe das jetzt genommen, weil ich dachte, es gibt einen Gin, der heißt Aviation. Mhm. Der hat natürlich nichts mit dem Drink zu tun, der ist nämlich vor 6 oder 7 Jahren auf den Markt gekommen, hat jemand kreiert und behauptet natürlich, dass der beste Gin für Aviation ist, damit er zumindest ein bisschen was verkauft. Der ist auch nicht schlecht, aber wir haben ihn nicht mehr. Ich dachte mir an die Farbe Blue, dachte ich aus Spaß, ich stand gerade von dem Gin-Brett und dachte, ich probiere ihn mal mit Blue Gin von Reisebauer. Ich finde, er geht ein bisschen unter. Ich glaube, man darf ruhig einen ganz kräftigen, und ich finde, es dürfte ein bisschen mehr Gin vom Geschmack sein. Man merkt schon diese Floralität, die der Drink hat, aber ich habe es doch. Auch ziemlich süß. Also der Zucker schmeckt einfach viel. Ja, aber ich meine, es ist trotzdem lecker. Wir müssen, kannst du mich daran erinnern, ich muss Rottmann und Winter bestellen, egal wo es herkommt. Ich finde es einen Unterschied. Vielleicht bin ich da auch wirklich. Wir können noch mal, guck mal, wir haben also, ist es wirklich immer noch so schwierig? Mal ja, das und? Funktioniert da am besten okay. Mit Herrn Lütz? Okay, jetzt will ich mal hier. Jetzt ist es immer noch so schwierig, hier ein Creme-Violett zu finden? Nein, okay, von der Bitter Truth. Gleiche Rezept oder der andere? Gleiche. Wir probieren. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ist es wirklich immer noch so schwierig, Candy wieder zu kriegen? Ja, es gibt ganz viele, die sind alle schlimm. Achso, das ist. Schmecken alle nicht. Und jetzt bin ich gespannt, ob unser alter Schulfreund Stefan Berg, Herr Bitter Truth, der Bitter Truth, ob der was drauf hat oder nicht. Das schauen wir jetzt mal. Und natürlich auch unser Fachkollege Albrecht auch was drauf hat, weil er sagt, wir sollen Hendricks Gin nehmen. Währenddessen suche ich hier mal nach Violett und finde tatsächlich bei der Weinquelle nur den von Monin, den von Bitter Truth und das Sirup von Monin. Also, liebe Freunde von Gifar, bitte nochmal machen. Das können wir noch nicht, das geht noch nicht. Und welchen hast du jetzt ursprünglich vermisst? Der heißt Rottmann und Winter. Und den gibt es nicht mehr, oder? Den gibt es in Amerika, den müssen wir bestellen. Rottmann und Winter würde ich natürlich auch gleich an Amerika denken. Rottmann und Winter. Ja, okay, mein Gott, natürlich. Ist ja okay. Jetzt bin ich gespannt. Listenpreis 27 Dollar, okay. $21.99 und aus New York importieren, alles klar. Product of Austria, warum geht es denn nicht einfach in Österreich dann? Das wäre ja zu einfach. Das ist ein amerikanischer Importeur, die lassen wir in Österreich herstellen. Haus Alpin. Haus Alpin, ja. Hast du echt schon Angst, wenn ich gleich fertig bin, dass alles zersmashed hier ist und du den Samstagabend dann ich gebe mir Mühe. Also ein bisschen wirklich. Mal die Distillerie Pro-Card anschauen. Guck mal. Edellikör. Also ein Lob an Herrn Albrecht und an Herrn Berg. Hier ist Rezept und für den Likör. Ich finde, selbst die Farbe ist jetzt, die eigentlich auch nicht schön, aber immerhin noch irgendwie ist Farbe jetzt zu erkennen. Wie ist dein liebstes Aviation-Rezept? Gibt's eins? Oder? Ich sehe das ähnlich mit dem. Ja, ich finde das immer schwierige Zutaten, weil die echt fast immer schlimm ist. Einmal so zum Vergleich. Schaffst du das, Susanne? Filmen, zuhören, trinken, gut dabei aussehen. Steht sie alles hin. Oh, die Hülle. Ja, genau, lieber mit die andere Hardware. Genau. Oh, die Farbe ist deutlich anders. Das ist viel blauer. Meine Kabellänge ist hier irgendwie. Ich glaube, Minze wollen wir. Hör mal, das ist ja auch noch eine Schleife im Kabel. Ja. Minze. Ist besser, oder? Mhm. Mhm. Finde ich so süß. Ja, ich finde so besser. Also sehr floraler Drink. Sicherlich eher was heißt für den Sommer, aber ich finde, es passt dann eher schon warm, bitte. Jetzt weiß man aber nicht, liegt es an Gin oder liegt es an.
Fängt der Nerd hier an, okay. Was? Nix. Hallo? Ein kleines Presso zwischen. Experimente sind wichtig. Hm. Produzierbarkeit. Und so. So, ich bin wieder dran, ne? Ja. 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 Ich mach ein. Ach ja. Straight Sling. Es gibt die. Den berühmten dritten Drink Singapore Sling. Mhm. Raffles Hotel in Singapore. Hätte ich auch fast ausgewählt. Aber. Hättest du auch? Ja. Okay, guck mal. Den habe ich ja früher immer getrunken. Das war ja so mein Starttrink in der Old Fashioned Bar, bei Eberhard. Und da gibt es die Geschichte, dass das Hotel in den 30er Jahren haben die den Drink eingestellt. Also danach wurde er erst weltberühmt. Und dann wollten sie ihn irgendwann in den 40er, 50ern wieder anfangen, weil das langsam anfing, dass die Leute gesagt haben, hier, wir brauchen das, die Nachfrage kam. Und sie hatten das Originalrezept nicht mehr. Sie haben nicht aufgeschrieben, wer der Original Singapore Sling gemacht wurde. Und dann hat man halt diese Version mit Ananassaft ausgegraben auf dem Rücken einer Papierserviette irgendeines Gastes, der sie zu Hause gefunden hat. Ne? Und das ist dann das Originalrezept des jetzigen Singapore Sling. Die alten Stammgäste haben aber behauptet, das ist nicht der Original, das war früher anders. Und es gibt eine Version in einem Buch von 1922 von Robert Wehmeyer, oder Wehmeyer heißt er, Cocktails and How to Mix Them. Und da kommt immer Beef Edition, das weiß man doch. Okay, ich habe ihm das geglaubt. Ich meine, er war eine Autorität. Also er nimmt Beef Edition. Sechs Zehn. Und dann. Achso, und der hat Dry Cherry Brandy drin stehen im Rezept statt. Also was? Eau de Vie nimmst du oder? Was? Nimmst du Sherry Eau de Vie oder? Jetzt kommt 6 Cl Gin, 2 Cl Zitrone, 2 Cl Benedictine BOM, ich überlege gerade was. Also Kirschbrand, Orangenkirsch, Kirsch. Ja, okay. Und jetzt muss ich fragen, Angostura links oder rechts? Links. Und Orange bitter, links oder links? Orange bitter. Rechts oder links? Okay. Und das Angostura bitter. Und Orange bitter. Okay. Also ein etwas komplexeres Rezept als das Singapore-Sling, oder? Ich glaube, im Original wird er im Glas zubereitet. Aber das weiß ich gar nicht. Ich würde das nicht. Kein Highball-Glas, natürlich ein Collins-Glas. Um eine Leseranfrage kurz zu beantworten. Doppelt gefrorenes Eis ist in der Tat also so, man friert das Eis ein, lässt es auftauen und friert es nochmal wieder ein. Dann wird es kälter. Einfach für Physik muss man wissen. Skalareis. Also was heißt eigentlich doppelt gefrorenes Eis? Wird das wieder aufgetaucht und nochmal eingeschaltet? Dafür haben wir doch eine extra Folge. Ja, ich fand das nur lustig. Ja. Cocktails, how to mix them, ist das mit dem Hahn vorne drauf? Mhm. Okay. Man kann übrigens noch, wenn man will, kann man einen Schuss Zucker zumachen. Warum sollte man das wollen? Das ist ein bisschen frischer, aber ich mag das nicht. Also ich finde gerade nichts dazu, dass es im Glas zubereitet worden wäre. Aber ich finde auch nicht das. Also, nee, das nicht komplett. Okay. Das heißt, es ist mit doppelt gefrorenem Eis, das irgendwie nicht. Sahne lasse ich jetzt eigenwillig. Vielleicht sollten wir doch mal Highball-Gläser kaufen, ne? Die reichen nicht so gut. Wenn wir hier eine Highball-Bar haben, dann haben wir eine Highball-Bar. Ja, das wäre gut. Ne? Finde ich auch. Gibt es halt wässrige Drinks. Wasserbar.
wird mit Sodawasser aufgegossen. Und also Rezept, was wir machen, ist 6 cl Bifidagin, 2 cl also Kirschbrand, 2 cl Benedictine Dom, 2 cl frischer Zitronensaft. Also das ist jetzt das Originalrezept, was wir tun. Dash Angostura, Dash Orange Bitter. Meiner Meinung nach auf jeden Fall diese lieblichen, tollen Cocktailkirschen. Und vielleicht für Susanne einen kleinen Trinkhalm, damit das hier so zack, besser getrunken werden kann. Viel Vergnügen, Straight Sling. Finde ich eine schöne Alternative zum Singapur-Sling. Ist deutlich alkoholischer, weniger süß. Gibt es noch für gute Dinge, die man sagen könnte? Schmeckt besser. Trinken wir Obstbrand. Original. Wie auch immer. Ja, das weiß ich nicht. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Also das Hotel, die Geschichte, dass sie das Rezept verloren haben, sagen sie selber. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Aber okay. Singapur und Sling ist ja schon relativ süß. Wahrscheinlich ist der nicht so süß, oder? Okay, wir müssen einen Schlag reinhauen. Das ist schon 5. Wir müssen schneller trinken. Also. Gefällt dir? Was? Ja. Ist eher trocken, ne? Ich finde es ist nicht so süß wie der Singapur Sling. Ja, aber ich finde es trotzdem sehr aromatisch mit dem Kirschbrand. Die Kirsche kommt mir ein bisschen wenig raus gerade. Ja? Das ist geil. Aber ja. Gute Schule hier. So, dein nächster Drink hier, mal ein bisschen reinhauen. Alexander. Nee. Gin Alexander? Gin Alexander. Ich habe aber schon mal nach gesprochen. Könnten die, wir haben den mal erwähnt, ja. So wie wir gesprochen haben. Haben wir ihn mit gereiften Gin gemacht. Haben wir? Da haben wir drüber gesprochen. Ja, okay. Also ich finde es lustig, dass du Gin Alexander sagst, weil das Originalrezept war ja mit Gin, aber dann hieß es plötzlich Brandy Alexander. Spiel und dann genau. Deswegen sagt man sich, als aber Gin Alexander ist original. Wenn man Alexander sagt, ist eigentlich Gin. Ja, deshalb. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und da kam ich tatsächlich drauf, weil wir ja neulich hier so ein bisschen mit Sahne und Dingen rum experimentiert haben. Oder du meinst Buttermilch? Herr Bauer möchte mich vorführen. Ich wollte ihm letztens zu White Russian machen und habe gemerkt, dass ich Buttermilch aufgeschäkt habe. Habe mich dann beim Float ein bisschen gewundert, dass das so flockig ist. Und habe ihm den Drink gereicht und er sagt, der schmeckt ein bisschen komisch, weil auf dem White Russian dann Buttermilch war. Ich sagte, der schmeckt ein bisschen sauer. Ja, schön. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Ich hätte das nicht aufgeklärt. Du hast Buttermilch gesagt. Das war's in Ordnung. Du weißt gut, 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 gut. So, weiter. Jedenfalls. Sag, komm hier schnell, Jungs von arbeiten. Na, hier Gin, Candy, Kakao, Sahne. So, welchen Gin nehmen wir? Ja, das ist meine Frage. Also, wir machen ja mal die Citadel-Version, genau. Das ist die gereifte. Einmal kurz das Maren Gilzer hier. Hallo Martin, danke für die Produktpräsentation. Sehr gerne. Ach, aber das haben wir tatsächlich gemacht, da haben wir drüber geredet. Bitte? Ich weiß gar nicht, ob wir den wirklich gemacht haben. Oh Gott, meine Also den machen wir damit immer. Ja. Oft. Ich dachte vielleicht auch Spaß, man könnte mal Geneva nehmen. Wenn wir den schon nicht haben. Wir können den, wenn ihr noch nicht probiert, das nehmen wir damit. Ich glaube, wir haben es gemacht. Ich bin gerade nicht sicher. Mach einfach irgendwas davon. Das ist ja völlig wurscht, soll ich eine Münze werfen? Nein, dann mach ich den erst damit. Probieren wir mal, okay. Nehmen wir halt nachher nochmal daneben. Das Schöne, was man als Bildungstrinker wissen muss, DBU, nee, wie heißt das, IBA-Rezept, gleiche Teile Kakao, Sahne, Gin vergessen. Mehr Gin, weniger vom Rest, dann geht's. Okay. Mehr Gin, weniger vom Rest. Also bei allen IBA-Rezepten eigentlich mehr Primäralkohol, weniger von allen anderen. In der Regel werden sie da geschmackhaft. Ja. Ich will das nicht für alle sagen, aber das ist eine gute... So. Ich schreibe die Shownotes mal sicher als Gin Alexander. Und du musst hier mal nachtrinken, du kommst ja gar nicht zum Boden der Gläser. Ich? Erst den Trink nicht teilen wollen und dann nicht austrinken, das haben wir ja gerne. Wie jetzt? Jetzt? Dann ist jetzt schon rot im Kopf, ein Drink nach dem anderen hier rein. Also Gin Alexander, wir machen ihn mit 4 cl, also wir machen 4 cl Gin und jetzt nehmen wir gereiften Gin. Originalrezept war das gleiche Teile, ne? Alles meines alles Wissens ist das Originalrezept, aber ich weiß nicht. Das heißt, wahrscheinlich wirst du es nicht mit gleichen Teilen. So sehr Gin, du auch einzeln. Wir nehmen 4 cl Gin, 2 cl Creme de Kakao, wir nehmen diesen Fall von Marie Brizard Cacao Blanc und dann keine Buttermilch, sondern Sahne. Wobei vielleicht die Buttermilch-Version auch mal Buttermilch Alexander. Buttermilch Alexander auch mal nicht? Also, es war ja auch nicht mit dem, mit der Buttermilch. Das war nur. Unerwartet. Das war sehr charmant. Dein Gesicht sah anders aus als morgen. Nein, du hast dein Gesicht gar nicht gesehen. Du warst beschäftigt mit Gästen zu shaken.
mag, Susanne klopft immer so heimlich an deine Schulter vorne den Drink ein und möbelt sich langsam an. Kannst du auch ein paar mehr Stromhalme, Trinkhalme, da müssen wir nicht immer die Gläser hin und her reichen. Da können wir einfach so kurz einmal rüber. So, ich muss erstmal auf diesen anderen Aviation hier. So. Ich finde super Drink, gerade mit dem gereiften Gin, also gereiften in diesem Fall, das Citadel wird, ich glaube, jahrelang in Eichenfässern, ich schon weiß ich kein viel mehr, ich glaube, ja, keine Ahnung. Ich lüge mal wieder. Eppen wird in Eichenfässern, genau. Ja. Das ist aber auch diese leichte gelbe Farbe. Nee, erst die Dame. Genau. So. Bitteschön. Das ist jetzt ein bisschen lieblich. Aber ich finde es ja schön. Ich fände das auch nochmal spannend, dass mit dem Kaffee, was war das, Patron Exor Kaffee, als anstelle des Gin vielleicht einfach. Also da ist auch Alkohol drin, oder? Ich weiß gar nicht, was in dem Kaffee alles drin ist. Mhm. Also analog zum Kaffee, Alexander, aber... Bring ihn nicht, das machen wir nicht, hört sich scheiße. Nee, tolle Idee, Matthias. Folgt die Ratte also auf dem Fuße. Das ist cool, ja, nee, ist super, super Idee. Hallo, Kaffee, Alexander ist ein Ding. Aber Kalua ist langweilig. Also ich finde ich super Drink 4cl, Citadel Reserve Gin 2cl. Immer wenn ich den trinke, muss ich an den Dillinger denken. Das ist auch sehr ähnlich, das stimmt schon. So, ich habe schon zwei gemacht, jetzt bin ich. Warte mal, was habe ich denn gemacht? Du hast den Straits. Ginger Mule Straits, genau. Jetzt kommt mein letzter. Genau. Und da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Tada! Tada! Was wird es denn sein? So, wir reden über den Cosmopolitan. Und zwar nennt man den mittlerweile Cosmopolitan 1934. Weil 1934 ein gutes Jahr war. Genau, weil es das beste Cosmopolitan-Jahr. Ich muss ein Cosmopolitan-Kontor auch schon gestellt. Okay. Die Geschichte ist folgende. Ich habe nämlich heute, ich wollte mir das. Es gibt auf Flickr eine Foto-Webseite, ein Album. Musst du dazu sagen, Flickr kennen viele nicht mehr. Nein, nicht mehr, genau. 2005 damals, war das als Jahr noch was. Da gab es noch kein Instagram. So, da war, also Flickr war das Instagram früher. Und da habe ich 2006 ein Album hochgeladen. Das hieß The Traveling Mixologist. Und zwar 2006, über ja. Buch. Über Gin. Ein Buch über Gin. Ich bin schon durcheinander. Ich trinke doch gar nichts. Wie kann das sein? Ich will die Dämpfe trinken. Weißt du? Da habe ich ein Album hochgeladen. Und zwar war das ein Scan von einem Buch von den Traveling Mixologist. Die Traveling Mixologist war eine Gruppe von drei oder vier, das kann ich so ganz erkennen, ich glaube es waren vier, weil einer steht so ein bisschen drunter unter den anderen drei amerikanischen Bartendern, die während der Prohibition durchs Land gefahren sind, in verschiedenen Bars gearbeitet haben und Rezepte von Drinks aufgeschrieben haben. Sag mir nochmal, wie man während der Prohibition durchs Land fährt und in Bars arbeitet. Ich glaube, während der Prohibition wurde mal getrunken. Ja. Auf jeden also Fall, vorsichtig. Okay. Das war eins der wenigen Bücher, was in der, das wurde direkt nach Ende der Prohibition 1934 veröffentlicht. Und die haben fünf Bücher veröffentlicht, meines Wissens. Eins über Gin, eins über Brandy, eins über Rum, eins über Liköre und eins habe ich vergessen. Gin, Brandy, Rum, Konten, Brandy ist Konten, irgendwas fehlt noch. Egal, die haben die fünf Bücher veröffentlicht. Die wurden dann neu aufgelegt von Gerald Brown und Anastasia Miller, die den Buch von Mixellani haben. Die haben das sozusagen zusammengefasst und haben dieses Buch, The Travel Mixologist, gefunden. Geschichte wird dazu. Schon, 2006, Jörg Meyer sitzt in Niedersachsen oder 2005 in den Tiefen von Niedersachsen. Ende 2005. Und langweilt sich zu Tode und ist jeden Abend, surft er durchs Internet, weil er irgendwie auf Flickr, der Suche ja. nach, bitte? Und er deckt Flickr. Nein, die Geschichte ist anders. Ich google alles, was ich finde über klassische Drinks. Und lande auf einer. Schon? Der zerstört meine Geschichte. Okay, fang nochmal an. Alta Vista, aber das war noch ein Bot. Alter Vista hieß das am Anfang. Likers. So, ich saß zu Hause und habe dann mit einer bedauernswerten Internetgeschwindigkeit das Netz abgesurft und habe da dann eine Seite gefunden, die hieß Martini Place. Und da haben zwei Leute über Alkohol geschrieben, die sind die ganze Zeit durch New York gezogen und haben Martinis gehämmert und haben darüber geschrieben. Und die Seite fand ich sehr lustig, habe die dann jeden Abend gelesen und fand das sehr lustig, was sie gemacht haben. Und diese beiden Menschen, die ich nicht kannte, hießen Gerald Brown und Anastasia Miller. Und die hatten rechts auf ihrer Internetseite einen Paypal-Donation-Button und haben gesagt, ihr könnt uns, wenn euch das gefällt, Geld spenden und wir versprechen es zu vertrinken. Auch das fand ich angenehm. Also das soll ich auch mal dazu schreiben. Genau, also, nein, obwohl, also habe ich den Paypal-Button gedrückt und habe $10 oder $20 gespendet.
Und kriegte daraufhin von Jared Brown eine E-Mail zurück, nach kurzer Zeit sagte, ey, wer immer du bist der Erste, der uns Geld gespendet hat. Und dann haben wir ein bisschen hin und her gemeldet. Ich fand es ganz lustig. Und Jared Brown immer noch, der heißt jared.brown1@mac.com oder so heißt das. Der hat eine Mac-Adresse gehabt. Wahnsinn. Und 2005, alle Netzwerkkarten haben Mac-Adressen. Fresse. Und eine E-Mail-Adresse. Passt. Auf jeden Fall, tut mir leid, Levette Bildungsträger, ich verliere die Contenance. Der Mann wird betrunken und stört meine Geschichte. Auf jeden Fall. Ich kann richtig nicht mehr tippen. Ruhe jetzt. Reiß dich zusammen. Nein, auf jeden Fall, du kannst ja gar nichts für erst schon. Nein, aber auf jeden Fall, mich muten. Ruhe jetzt. Auf jeden Fall hat der, schickte der das mit einer E-Mail zurück, die auf @mac.com. 2004 hat Mac.com diese komische iDisk gelauncht. Jeder, der einen Mac-Account hatte, hat eine iDisk bekommen. Das war eine Festplatte im Internet, die hatte immer einen öffentlichen Teil und einen nicht öffentlichen. Und der öffentliche Teil setzte sie immer zusammen mit mac.com/ und dann der Name von der E-Mail. Und ich dachte mir mal, gucken, wer dieser Typ aus New York ist. Ich guck mal, was der auf seiner iDisk hat. Also habe ich das einfach in das Ding eingegeben und siehe da, der hatte vergessen, das zu schützen. Der hatte einen Scan von einem Buch, das hieß The Traveling Mixologist About Gin. Hatte er da liegen. Also habe ich mir das runtergezogen. Und das gleich wieder irgendwo hochgeladen. Und habe ihm zurückgeschrieben und gesagt, übrigens vielen Dank für die $10, habe ich mir gerade mal erlaubt, dein Buch runterzuladen. Und er so, Mist, habe ich das nicht geschützt? Nein. Und dann haben wir darüber geredet und dann sagt er, das haben wir gefunden. Das war nämlich Mikrofilm. Das sieht man auch, wenn man die, das ist kein richtiger Scan, das ist so ein Mikrofilm-Ding. Ja, das haben die nur gefunden. Researcher. Nein, die haben das gefunden, weil die Bücherei in Manhattan ist abgebrannt in den 80er Jahren. Und das war das letzte Buch, das gab es nur auf Mikrofilm. Ein gedrucktes Buch hat noch nie einer gefunden. Von diesem Buch. Traveling Mixologist About Gin. So, jetzt hatte ich das also da liegen und er hat gesagt, naja, kannst behalten, ist okay. Wenn es dir gefällt, kannst du mir was dazu sagen. Dann habe ich mir dieses Buch die ganze Zeit durchgelesen, weil Niedersachsen, Langeweile und so weiter. Und irgendwann denke ich, stoße ich auf dieses Rezept Cosmopolitan und fand das lustig und habe es dann veröffentlicht und gesagt, das ist das erste Cosmopolitan-Rezept. Was, ne? Nicht hier mit Wodka und Cranberry, sondern es gab das schon mal 1934. Daraufhin habe ich ihm eine E-Mail geschickt, habe gesagt, ey Jared, falls du es nicht weißt, in eurem Buch ist ein Cosmopolitan-Rezept und ist das erste Gerüchte. Und daraufhin hat er gesagt, cool und lalala, und dann haben wir da den Austausch gemacht. Und seitdem hat er einen Artikel darüber geschrieben und hat mich verflucht, dass ich es geklaut habe, aber lustig. Also wir haben das sehr, sehr gut miteinander. So, jetzt machen wir das Rezept, weil ich muss jetzt einmal gucken, wie das Originalrezept, das weiß ich nämlich aus dem Kopf, auf dieser Seite, das heißt. Und dann sind wir auch fast fertig, Henrik. Fast natürlich, nur einer kommt da noch. Das erwähntest du auch eben mit dem Wikipedia-Dings hier, ne? Ja, weil in Wikipedia schreibt der Typ, irgendwie der Hamburger Barbesitzer Jörg Meyer und Jared Brown irgendwie unabhängig voneinander. Angeblich voneinander. Das stimmt ja gar nicht. Muss man mich einfach mal fragen, der Mann kennt mich ja, kann mich anrufen. Aber wenn man dich fragt, ist es eine erste Quelle und das wird in Wikipedia nicht okay. Du musst es irgendwo aufschreiben, damit jemand anders es dann von dort zitieren kann. Das zeigt auch, dass Wikipedia auch Quatsch ist. Ja, ja. Mal gesehen. So, Cosmopolitan. Das Originalrezept heißt 1 Jigger Gordon's Gin, 2 Dashes Control, Juice of One Lemon, das ist ein bisschen komisch, Teaspoon Raspberry, Glas Nummer 4, ist aber jetzt nicht hier, aber es ist ein kleines. Ja. Was man daraus, also es ist ein, man hat die gleiche Farbe wie ein Cosmo, er wird so rötlich, man braucht Himbeersirup, viel Gin, seltsamerweise relativ viel Zitrone, das machen wir ein bisschen weniger, weil es sei denn, die hatten so Mikrozitronen, ich weiß nicht, vielleicht gab es da früher eine. Damals vor der Gentechnik und der ganzen Zucht. Und ja, hier rüber. Und jetzt erlauben wir uns mal eine Variante, die ein bisschen schräger ist, und zwar machen wir das mal mit einem ganz schrägen Gin, der leider auch ganz teuer ist. Den habe ich auch noch nie gesehen. Nolens Gin. Kommt von den, und der riecht wonach? Susanne, hier mal so ran schnüffeln. Frag ich mich, wenn er nicht gerade keinen Kakao im Mund hat. Riecht das? Keine Ahnung. Nee. Das ist Himbeeren. Was? Also wenn das nicht Himbeeren ist. Wenn das nicht Himbeeren ist. Dann, was soll dann Himbeeren sein? Der hat diesen massiven, könnte auch Himbeer sein. Der hat so diesen Wurfgeschoss ähnlich schwer. Also das ist schon eine massive Flasche. Der wird gemacht von der, wie heißt die denn nochmal, die Liste? Die machen eigentlich, die haben das verkauft an Diageo. Wie heißt denn der größte Wodka aus Holland? Eigentlich haben sie, das haben sie für eine Milliarde an Diageo verkauft, den Wodka. Haben gesagt, wir machen trotzdem noch ein bisschen weiter Schnaps und den Gin, der gehört ihnen. Das ist die Familie Nollet und die machen halt diesen Gin. Also von der Milliarde haben sie sich schon gelebt, jetzt können wir zumindest guten Gin machen und wir müssen nicht auf Einkaufspreis achten. Und Nollet Gin ist sehr speziell. Also wie gesagt, extrem fruchtig.
wirklich Himbeer-Fruchtaromen. Im Gin Tonic ist das so ein Ding, das wird sehr limonadig. Einige lieben das, die meisten hassen das. Also wer es mag, sagt toll. The most expensive gin, sagt Difford. Ja, Difford ist ein netter Kerl. Auf jeden Fall. fangen wir jetzt mal. Nee, ist er wirklich. Warte mal, der aus Holland, ist so. Du hörst auch nicht zu, was ich hier sage. Du sitzt hier, hörst im Internet. Die da kann man mit dem Mann reden. Ich sitze 50 cm von dem. Du hast mein Monitoring offen und hörst mich die halbe Zeit nicht. Hallo? Ja, ja, ich höre dich immer. Was? $700 pro Flasche? Nein, das ist der andere. Dieser hier kostet der Reserve. Oder so. Okay. Der Reserve war der teuerste. Das ist ein Marketing-Quatsch. Das braucht man nicht. Man, wenn man sie geschenkt kriegt, dann kann man sie irgendwie mit Tonic trinken. Ansonsten braucht man das nicht. Gut, 6cl Knowledge Gin. Jetzt ist so die Frage. Nehmen wir so ein CL-chen ungefähr, so ein halbes. CL-chen. Ich habe noch hier Alexander. Ja, eher ein halbes. Du. Hallo, trink erstmal den aus. Barlöffel, ein halbes. Das ist der Einsteiger. Noch eher wenig, also ich würde auch sagen ein halbes. So ein Barlöffelchen. Himbeersirup. Dann so ein CL-chen oder anderthalb Cointreau. Und was man jetzt noch machen muss, Zitrone und da, wie gesagt, ein bisschen weniger nehmen als in der Rezeptfahne, eine ganze Zitrone erscheint mit dem Fehler. Also das ist das Problem, wenn man Rezept einfach sagen, dann sagt einer Zitrone. Ist halt herrlich ungenau. Ne? Das sieht so eine krasse Zitrone aus. So, das ist sozusagen in jeder Bar bestellt man, also wenn man einen Gin Cosmopolitan möchte, der diese Variante auch bei uns, der heißt dann überall mittlerweile auf den Karten Cosmopolitan 1934. Und der kommt davon, dass wir mal $10 nach Amerika geschickt haben und heimlich dieses Buch runtergezogen haben. Damit habe ich mich mit Jared und Anastasia angefreundet. Seitdem kennen wir uns und treffen uns auf der Welt und trinken immer zusammen, überwiegend Martinis natürlich. Und sind echt coole Leute, kann ich sehr empfehlen, tolle Bücher. Deshalb sollten Diebstahl lohnt sich. Raubmord gucken. Man schafft damit sogar einen falschen Wikipedia-Eintrag. Und heute ist es Creative Commons und Flatter und es wird nie wieder sowas passieren. Schade. Ja. Genau. Das ist jetzt echt Bonbonwasser, aber ich mag das. Also das, der Gin hat so viel Himbeer. Das ist echt Bonbon. Das ist jetzt Bonbon. Mag ich das wirklich? Ich glaube, ja. Alexander hier war. Nein, ich mag es nicht. Doch. So. Und farblich Flamingo. Ja, genauso wie die moderne Variante mit Cranberry und Wodka. Macht da wirklich mit Cranberry rein und Wodka? Cranberry, das ist ja der normale Cosmopolitan. Mit Raspberry, dachte ich. Nein. Cranberry, okay. Cranberry Juice. Ich hasse die moderne Dings. Nö, ja, der ist auch gut. Also hassen muss man, das stimmt nicht. Ich finde den modernen auch gut. Außerdem hat Dale DeGroff den groß gemacht. Dale ist der größte, aber da gibt es nichts von uns. Da wird nicht dran gerüttelt. Okay. Mal klar. Wenn du das sagst. Jetzt haben wir es. Das Bonbonwasser, oder? Ziemlich himbeerig jetzt. Das liegt am Gin, also der ist halt extrem. Also irgendwie? Du hast da was in der Nase. Ach, das ist ein Piercing. Wenn ich den noch nicht vorher gehört hätte, wäre immer noch richtig. Aber Susanne lacht immer noch. Das liegt am Gin. Die finde ich jetzt nicht so süß, aber es liegt daran, dass ich gerade vorher den Alexander runtergebracht habe. Nicht so süß oder? Nicht so Bonbon, nicht. Also er hat so eine Note, ist jetzt wieder. Ja, okay. Also er ist, im Vergleich zu dem, was wir vorher getrunken haben, ist er nicht so bam, Zucker. Nee. Ich hatte den schon mal. Den? Ja. Hier. Dieser? Hier? Aber dann mit normalem Gin, also mit London Dry, dann schmeckt man ein bisschen mehr Gin. Also, wenn man Cosmopolitan beschmeckt, nicht mehr an den? Ja, wir haben gar keinen. Nein, aber wir sagen das nie, weil für uns ist das die einzige Variante, wir sagen das nie, wir erzählen das fast nie. Manchmal, weil wir nett sind, erzählen wir. Ich habe den gekriegt zum Geburtstag. Wenn die Dame, die bestellt, so sehr aussehen würde, als würde sie eher. Weil er zu den Haaren passt. Dann erwähnt man das mal. Ja, das ist lecker. Ja, das ist die 1934er Variante. Das war wahrscheinlich nicht mein Lieblingsdrink. Ja, wie gesagt, mit Knowledge speziell. Ich glaube, da muss man fast noch einen Hauch weniger Himbeersirup nehmen, weil das der Gin schon so viel mitbringt. Und mit Dry Gin ist er schön trocken noch. Würde ich wahrscheinlich mit dem Frucht und ich glaube, dann willst du das erfahren. Ja. Okay. Aber ich, wie verkaufen wir, also läuft immer so mit, liegt natürlich daran, dass einfach das Wort Cosmo nach wie vor
Leute das einfach mal trinken. Cosmo, ja. Also ich bestelle die auch als. Es gibt Menschen, die das bestellen. Cosmo und Kaipi. Kaipi. Okay. So, sind wir bereit für. Jetzt sind wir zum letzten Drink. Herr Albrecht freut sich, weil dem brennen die Fingernägel. Der will keine Wahl übernehmen, weil es gleich losgeht. Ne? Dann machen wir schnell das Last Word, oder? Jetzt machen wir den Last Word. Genau. Was möchtest du uns denn zu deinem Lieblingsdrink erzählen? Zu meinem Lieblingsdrink, nur weil ich ihn am Ende nenne. Hm. Ich habe jetzt gar nichts zu erzählen, tatsächlich. Bauer. Gin Limette Chardonnay. Das heißt, du kannst nicht nur trinken, du musst auch ein bisschen was abliefern. Ja. Aber zum Last Word weiß ich nichts außer, dass ich den Last Word mit den Feinen Worten. Wir haben hier Zuhörer, Seher, die erwarten was von uns und du kommst hier und möchtest einfach nur trinken. Die Zuhörer schauen jetzt beim Mixen zu ihm. Ja, ab und zu blenden wir auch auf Mario Gezer. keine Ahnung, was soll ich dazu sagen. Ist auch aus derselben Zeitspanne, 1920 irgendwas. Okay. Also, es gibt ein Zitat dazu. Ein Zitat. Muss ich aber. Das ist nämlich aus dem Buch von 1951, da ist er aufgetaucht das erste Mal, das heißt Bottoms Up. Das hat jemand geschrieben, der heißt Ted Saucier. Und in dem Buch über dem Cocktail und dem Cocktail steht folgender Satz. This cocktail was introduced around here about 30 years ago by Frank Fogarty, who was very well known in vaudeville. He was called the Dublin Minister and was very fine monologue artist. Was kann man uns auch sagen soll? Stand-up Comedian. Was man damit sagen will, ist was Interessantes, wenn es nämlich 1951 war und 30 Jahre vorher, war es Prohibitionszeit. Deswegen gilt das als einer der großen Prohibitionstrink. Und dieser Drink hat etwas anderes, was sehr faszinierend ist, was ich immer total interessant finde, wo ich mich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen fühle, weil das sind diese sogenannten Equal Parts Drinks, wo es die gleichen Anteile hat. Und ich finde, eigentlich sollte man das nicht anfassen, weil das so cool ist. Manchmal macht man es doch, wenn man denkt, ein bisschen mehr Alkohol schafft. Genau, außer es ist ein Alexander. Genau. Genau, wenn sie uncool sind, dann macht man das. Wenn sie cool sind, macht man es nicht. Weiß ich. Und, ach, Kais, grüß dich. Kais hat ein kleines Nickerchen gemacht. Hast du ein bisschen Nickerchen gemacht, Kais? Wir sind auf Stelle. So. The Last Word ist kein IBA-Cocktail, oder? Nein, nein. Das ist gut. So. So, der heißt ja Last Words, warum auch immer. Und er besteht zu gleichen Teilen aus Gin, Maraschino, Chartreuse und Limettensaft. Kann ich mir merken, das ist gut, weil ich sonst nicht so gut mir merken wollte. Weil ich nur vier Dinge merke. Vier Teile, drei Teile. Und jetzt kann man natürlich, wenn man möchte, sagen, er heißt Last Word und wir möchten dem ganzen Nachdruck verleihen. Chartreuse Grün hat schon seine 55 Volumen, glaube ich. Das ist 55? Ja, 55. Maraschino, was hat der so? Keine Ahnung. Hat nie irgendwas, irgendwas Alkohol hat er auch. Muss er echt draufstehen. Das Alkohol? 32. 32, okay. Und jetzt dachte ich, nehmen wir einen speziellen Gin. Sipsmith. Und zwar in der VJOP-Variante mit 57,7 Volumenprozent. Damit habe ich dir dann auch ruhig gestellt. Wir können endlich die Bar aufräumen. Ich habe ruhig gestellt. Ja. Hier stehen noch vier ungetrunkene, angetrunkene Drinks. Genau. So. Und zwei angetrunkene Leute. Ich mach mal Equal Parts, du kannst uns was ich interessant fand, der wurde ursprünglich auch mit so Prohibition Era Gin gemacht, also irgendwas zusammengemixt, was man halt gerade irgendwie machen konnte. Okay. Also neutral Spirits, die dann nachträglich versetzt wurden mit Botanicals. Also nicht destilliert, sondern mazeriert quasi. Okay. Und das versuchen die da, wo das herkam, nämlich in diesem Detroit Athletic Club, immer noch zu reproduzieren, indem sie einfach Wodka mit Zeug zu mischen. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, welchen Bathtub Gin. Es gibt ja jetzt auch Bathtub Gin. Ja, aber ich glaube, der wahrscheinlich kein Bathtub Gin ist. Die wahrscheinlich, oder der hat unseren Kollegen Hagen doch so gut gefallen. Weißt du, ob die Mazarin oder ob die Distillin? Das ist ja nochmal interessant. Jedenfalls, die machen das immer noch so mit Wodka. Und das jetzt mit dem Tipp mit VJOP, bin ich sehr gespannt. Ja. Ich glaube, damit verleihen wir dem Namen des Drinks Last Word dann final auch. Ich möchte diese Etikett-Rückseite vorlesen. Weil die Sipsmith-Leute hier auf dem VJOP draufschreiben, imagining the botanicals as components in an orchestra, here we have taken the lead instrument and amplified its presence in the ensemble and then raised the decibels by increasing the proof alcohol. Very junipery overproof gin. Sip responsibly. Ja, ist klar. But sip. Ja, 57,7% ist halt eine Ansage. Ja.
Das ist super. Herr Albrecht, last word mit... Wie Job ist jetzt ein Ding. Dann ist doch Feierabend. Nicht zu früh servieren. Das ist so, wenn man um 2 Uhr, um 3 Uhr feiert, wenn man um 2 Uhr weiß, dass um 3 Uhr jeder weg sein soll, dann einfach nochmal ein last word ausgeben. Dann läuft der Hase. Ups, was ist das denn? So. Ich habe das so kalt geschält, das ist gefroren. Das ist so Frozen, so Sorbet, Sherbet-Style. Geil. Ja. Also ich habe es früher mal für ein Gericht gehalten. Das gab so diese Geschichten, guck mal hier. Wir haben ein kleines Sorbet gemacht. Es gab immer so die Geschichten aus dem... Jetzt kommt ja auch der Sommer. Ja, es gab so die Geschichten aus der La Floridita, dass die Daiquiris mit Hand Frozen geschaked wurden. Das konnte ich immer nicht glauben. So, ich habe irgendein Rauschen auf Sekunde. Der... Sekunde. Jetzt ist... Nee. Stopp. Okay. Immer noch da. Echo, Rauschen, Knacken. WTF. Immer noch da? Jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt? Ich habe ein Sorbet geschenkt, ist immer noch da, ja. Moment. Kleine technische Probleme. Haben wir Zuseher? Susanne, wie viel? 8. Warum passiert das? Die Langeweile, oder? Es ist Samstagnachmittag. Geht in Bars. Wir machen jetzt auf, trinkt was. So, was ist jetzt? Bist du jetzt immer noch Dingsen? Jetzt höre ich nichts mehr. Okay. Gut, dann einen Moment. Stellen wir die Situation nach. Oh, ich habe ein Sorbet gestellt. Ups. So, jetzt. Ja, okay. Also hier der Drink, eiskalt, wie man sehen kann. Vielleicht trinke ich ihn selber. Nein. Mach das. Nein. Was noch mehr machen? So. So, das war's eigentlich schon. Herr Albrecht sitzt hier auf heißen Das Kronen. War's eigentlich schon, sagt er, wenn die 5 Drinks stehen. Ja, das könnt ihr in Ruhe aussehen. Sollen die Leute beim Trinken zuhören oder was? Ja. Das ist auch langweilig. Genau. Nein, ich sag mal einfach, Herr Bauer wird die Shownotes anfertigen mit den Rezepten. Herr Bauer ist froh, dass er Marker gesetzt hat an richtigen Stellen. Ja. Das ist lecker, oder? Holy shit, ja. Ja. Oh. Du, 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 du. 2x Taxi, bitte. Aber ist gut. Ja. Nein. Nein, nicht zukräftig. Nein, Moment. Ich will auch trinken. Herr Albrecht braucht eine Fachmeinung. Guck mal hier. Du bist noch nüchtern, komm her. Der ist gut, das verdammt. Das ist der beste ever, weil der ist nicht so pappig, da kommt der Rest nicht so durch. Das ist doch super. Keine Ahnung, Gin mit Glas. Der Rest ist auch nicht so durch. Läuft bei uns. Läuft bei euch. Läuft bei uns. Super. Der spricht mit mir. Wenn ich den angreife, dann wird das nicht so. Da musst du die Tür mitmachen. Und die Bahn. Wieso? Mach doch die Tür. Hey, schön, dass ihr da seid. Und rein. Platz. Also, absolute Empfehlung. Bei der Cosmo-Variante mit Nolets gab es so leichtes, weiß ich noch nicht, weil der Himbeerig aber hier für den geneigten Alkoholiker. Das funktioniert. Das ist gut. Coole Sache. Last Word, gleiche Teile, grüner Chartreuse, Luxardo Maraschino, frischer Limettensaft und Zipsmiss, aber in der Abfüllung VJOP, Very Juniper Overproof. Das ist mal lecker. Das ist lecker. Ja. So, und jetzt? Jetzt kriege ich wieder ein Rauschen, jetzt knackt es wieder. Jetzt können wir aufhören. Moment. So, also hier, liebe Freunde auf Mercat, vielen Dank. Ich frage mich, warum ihr die ganze Zeit zuguckt, also ihr sollt trinken gehen. Obwohl, stimmt, die Bars machen jetzt erst auf um 6. Ja, muss man fairerweise sein. Jetzt höre ich mich wieder normal. Moment. So, jetzt nochmal das Schlusswort. Ja, vielleicht noch so ein kleines. Der wird der Empfangsmoment an der Tür so ein bisschen... Ja. Empathischer. Hi, klar, könnt ihr reinkommen. Wir sind voll cool. Egal. Alles super. Rein. Komm und trinken der Winchester. Ist ein bisschen kuschelig. Ja, the last word. Mein Name ist auch Programm. Ja, also. Das ist jetzt Alkohol mit Alkohol gemischt auf Eis. Und Alkohol etwas in die Mitte. Eigentlich war's das. Bis zur nächsten Woche. Das waren 6 Gin Drinks aus der Feder von Herrn Bauer und Herrn Meyer.
Das waren Gin Drinks. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gibt's auch was nicht. Die Stimmung steigt ja auch langsam. Ja, ich muss aufhören zu trinken, ihr könnt weitermachen. Ich mache dann noch so ein paar Hinterherbilder jede Stunde von euch. Ich sitze jetzt in der Bar. Nee. Das können wir auch mit hochladen in den Shownotes. Matthias und Susanne um 6, um 7, um 8, um 9. 10 Uhr ist der Platz, wir haben 11 Uhr sind sie da.